Hier nun diese Aufnahme von einer Grasscheibe bei Tag. Also ich habe ja beim in den letzten Videos dann darauf hingewiesen, auf diese Aufnahme. Da war ja beim letzten Video in den dritten Tals dann in der Nacht so eine ähnliche Aufnahme. Jetzt sehen wir es bei Tag. Wir sehen hier diese Farben, die türkisblaue Farbe und das Weiß. Das ist jetzt ein sehr gutes Objektiv natürlich, ganz klar. Das sieht man so mit bloßem Auge nicht, aber manche Hobbyfotografen oder Filmer haben auch ihr Gerät immer dabei. Und ja, man sieht, wie sich das eigentlich ständig verändert. Man sieht eigentlich den Lichtäther in einer ständigen Veränderung. Je näher man dran geht, je weiter man weggeht. Das Objekt, die Grasscheibe, ist eigentlich umgeben wie von Licht und auch geschützt, wie gesagt. Man kann diese Raumschiffe nicht abschießen, das geht nicht. Man versuchte es zwar immer wieder, sind auch sehr viele Piloten da ums Leben gekommen. Ich werde noch einige Berichte bringen davon. Basically, here we are, Brooke and I at home, watching the bats go by. I'm shooting us at 6 frames a second. They're coming in. All right, now we're zooming in now, look at that, what is that? Look at it, bros, it's coming at us. It's looking at us, man. It just moved in a heap, man. Miles, look how close it is. Hello, my little galactic friends. That's looking at us, man. Isn't it? Look at it, bros. What is it? Looks like a giant nipple. I don't know what the fuck it is, man. I was told it was a triad. But I don't know what that means. Not a fucking... No, it's not... It's energy, man. It's not a star. Isn't it? Now you watch what happens here, man. I'm gonna do this. Alright? It's taken off now. See, well, that's where we were. How close was it? It was letting us look at it, bros. Wasn't it? I haven't touched the zoom. Fucking kidding me. I haven't touched the zoom, bros. Yeah, yeah. Look at it. It's taken off. Right, I'll go back to 6 frames a second. So kehren wir zu den Zeitungsartikeln zurück. Da haben wir hier, das Interesse der UFOs gilt auch der Sowjetunion. Ganz klar. Und da gibt es auch sehr viele Berichte, die mittlerweile auch schon zum Teil veröffentlicht wurden. Und wo zugegeben wurde, auch Dokumentation, dass man versuchte, diese Grasscheiben bzw. UFOs abzuschießen. Hier nun ein Bild-Zeitungsbericht aus dem Jahre 1992 vom 8. November. UFO nachts über Hamburg, auch zwei Polizisten haben es gesehen. Auch hier UFO über dem Siebengebirge. Zwei Polizisten sahen seltsames Licht am Himmel. Und ich gehe mal davon aus, wenn so Beamten, die werden nicht irgendwas erzählen, wenn sie dann so Luftballons oder so gesehen haben, dass sie machen sich doch nicht lächerlich, ja. Genau.
hier lautlos am Himmelufer über Dirmstein oder Gleißendes Licht am Himmel von 1983. Rechts unten sind aufgezeigt Kralscheibenformen. Das sind Mutterschiffe hier, diese länglichen zigarrenförmigen Objekte. Hier ist eine Haunebu. So, das ist die erste eigentlich Kralscheibe gewesen, offensichtlich. Hier der Bericht UFOs über Elbe. Also es wird detailliert beschrieben, was da gesehen wurde. Kein Mensch wird sich ja mit seinen Aussagen auch bildlich hier, die Personen sind ja nicht ganz unbekannt, dann zumindest in der Gegend. Keiner wird sich ja mit so einer irgendwelchen Story da nach außen wagen, sich der Presse melden, der Polizei melden und so weiter. Heute traut sich da niemand mehr was zu sagen. Ja, das ist ja auch ein Phänomen, dass hier die Zensur massiv vorangeschritten ist. Sichtung gibt es auch bei uns hierzulande. Ähnlich wie jetzt dieses Anfangsvideo in den USA. Es gibt natürlich im Internet jede Menge Fälschungen, ja, ganz klar. Da werden die skurrilsten Dinge gezeigt, was eine Grasscheibe sein soll. Hier sieht man ja zwei Grasscheiben. Eins ist ja dann in so einem, beide, so was Blinkendes an sich. Dann erscheint gleich auch eine dritte und später hier sieht man die dritte und dann plötzlich eine vierte Kralscheibe. Hier links. Es war in dem Video Musik eingespielt, die habe ich jetzt mal draußen gelassen. Geh mal bei dem Video ein Stück weiter, dann gibt es am Ende dessen eben noch eine schöne Aufnahme, die an die Bilder von Carlos Diaz erinnern, mit dem schönen leuchtend orange-roten Ton. Das sehen wir gleich, diese Aufnahmen. Also wenn man sich einen Überblick verschafft über die Thematik, dann wird man selber zum Schluss kommen, diese Macht ist da. Das ist zweifelsohne so. Es gibt genügend Zeugenberichte und so weiter. Es gibt auch da die Hinweise Rudolf Steiner, die ich am Anfang gebracht habe. Und die Macht muss da sein. Also das ist ganz klar. Auch die Kornkreise beweisen das. Hier nun weitere Zeitungsartikel, UFO über der UdSSR und so weiter und so weiter. Oder über Garmisch und an vielen anderen Orten.
und sogar am Adenauerhaus der CDU über Bayern Uferjagd, natürlich über Jerusalem und so weiter. Hier jetzt Bilder von der Fernsehserie Raumpatrouille Orion, hier links oben und links. Und die ganze Thematik hat sich offensichtlich Hollywood zu Herzen genommen, hat dann hier den Film Stargate Atlantis produziert. Wir wissen ja, dass die Fliehkraft von Atlantis herstammt. Und hat dann so da eine im Meer überkuppelte Stadt dargestellt, wo natürlich die Bösen wohnen. Das ist ja hier in Raumpatrouille Orion ist es ja, taucht ja das, die Grasscheibe des UFO auf aus dem Meer und die Basis befindet sich im Meer. Ja, es gibt ja Grasscheiben-UFOs mit den unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Größen. Und klar, das Militär fühlt sich dann immer bemüßigt, diese Dinge dann zu verfolgen, was natürlich keinen Sinn macht. So, ich fahre jetzt mit weiteren Zeitungsartikeln fort. UFO landet in England. Da gab es dann zum Teil auch große Untersuchungskommissionen über einzelne Vorfälle. Da kann man sich auch selber nochmal kundig machen. Oder hier UFOs über Italien von 85. Ich habe dieses Bild schon mal gebracht, ich glaube im ersten Video und werde nochmal den Bezug zu den Kornkreisen zeigen. Ich lese den Text Steiners nochmal vor. Alles, was es früher in der Welt gab, kommt wieder. Der Fliehkraft liegt etwas Besonderes zugrunde. Jetzt kann der Mensch eigentlich nur die Kräfte der mineralischen Natur benutzen. Schwerkraft ist mineralisch, Elektrizität ist ebenfalls mineralisch. Dem Bau von Eisenbahnen verdanken wir der Steinkohle. Was aber der Mensch nicht versteht zu benutzen, das ist die pflanzliche Kraft. Die Kraft, die in einem Getreidefeld die Halme herauswachsen lässt. Also gesagt 1906, eine latente Kraft und diese wird der Mensch ebenso in seinen Dienst zwingen wie die Kraft der Steinkohle. Das ist Frill. So, und rechts haben wir einen Kornkreis und diese, wie wir hier auch im linken Bild sehen, einen Golden Ball oder einen Datenträger. Ja, rechts, ich werde nachfolgend ein Video zeigen, wie aufgrund dieser Golden Balls, die über die Getreidefelder rumschwirren, solche Kornkreise entstehen. Diese sensationelle Aufnahme. So, da sehen wir, wie die Golden Balls herumfliegen und eben diese Getreidehalme niederlegen und zu einer Formation bilden. Die Kornkreise haben sehr oft als Grundschema, als Grundfigur das Dreieck. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass der Inaugurator der Gralskraft, der Gralsmacht, die ja hinter diesen Kornkreisen steckt, der Meister des ehernen Meeres und des goldenen Dreiecks ist. Rudolf Steiner schreibt über ihn, beziehungsweise sagt über ihn, er ist ja Christian Rosenkreuz, er ist ja hier am Abiff der Erbauer des Salomonischen Tempels. Und der hat so eine hohe Einweihungsstufe, dass man natürlich bei ihm von einem Bodhisattva sprechen muss. Karl Schapperler, sprich Christian Rosenkreuz im 20. Jahrhundert, ist der Eingeweihte, der die Erkenntnis über das geistige der Materie entwickelt und Rudolf Steiner ist der hohe Eingeweihte, auch ein Bodhisattva,
der die Erkenntnis des Geistigen an sich entwickelt. Durch die Anthroposophie, beide stehen da, wie das sind die beiden Gotteszeugen, die ja in der Apokalypse aufgeführt werden. Also auch bei diesem ist das Dreieck eigentlich als Grundform vorhanden. Diese geschehen in sehr großer Geschwindigkeit. Man hat ja auch die Berichte, dass Flugzeuge über die Felder flogen und dann kurze Zeit später zurückflogen über dasselbe Gebiet, und in dieser Zeit war das da. Ich habe selbst die Gegenbilder erlebt, auch die Kornkreisfälscher, als ich in England mal war, und kann auch sagen, dass überhaupt kein Vergleich. Natürlich sind die jetzt auch geschickter geworden, aber jeder, der sich da auskennt, kann das sofort auch unterscheiden, ob es ein gefälschtes oder ein echtes Kornkreis ist. In der Szene ist leider kein Bewusstsein darüber, welchen Hintergrund es hat. Ich war ja da Kopfsäugel Kaffee und habe mir also versucht herauszufinden, ob da irgendwo eine Offenheit ist. Nein, man hat da eigentlich werden auch in dem Kopfsäugel Kaffee da werden da auch beide vermischt. Also auf der Karte sind da auch gefälschte und nicht gefälschte zusammen und nicht differenziert zwischen gefälschten und nicht gefälschten Kornkreisen. Es ist auch auffällig, dass die Kornkreisforscher, die dann falsche Zusammenhänge bringen, indem sie zum Beispiel sagen, ja, die Kornkreise gab es schon immer. Das ist gelogen. Ja, die werden dann veröffentlicht, dürfen auch einen Dumont-Kornkreiskalender machen. Ich erinnere mich nur an einen Fall, und dürfen Ausstellungen machen und so weiter. Die werden auch weitergeleitet, weiter publiziert, aber das ist gelogen. Natürlich wird nirgends oder fast nirgends darauf hingewiesen, dass ja Rudolf Steiner eigentlich schon von diesem Beherrschen des Ätherischen gesprochen hat. Das passiert in der Regel nie. Man lenkt ab, man bringt dann Aliens ins Spiel oder. Diese wunderschönen Kunstwerke, ja, das sind eigentlich die Zeichen der Gralsmacht.